Wir werden jetzt nicht direkt zum Arbeitsplatz gehen, denn ich habe das endlich hinbekommen mit den Fahrernummern für Mick und uns. Und da habe ich schon mal im freien Training geschaut, ob das auch wirklich dargestellt wird. Und ja, also alles für die Verbesserung. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2020. Großer Preis von China. Das Wetter habe ich mir noch nicht angeschaut, aber wir wissen ja schon nach der letzten Folge, dass es regnen soll. Im Rennen, zu Rennbeginn. Mal gucken, wie oft, wie lange. Ich hoffe ja auf ein komplett nasses Rennen, denn es würde bedeuten, kein DRS auf der Gegengeraden. Das wäre egal. Dann können wir uns das Wetter und auch nochmal die Fahrzeugentwicklungsgeschichte einfach zwischen T1 und T2 angucken. Aber wir haben jetzt nicht mehr diese blöde Nummer. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Ich bin noch etwas... ja, in der Findungsphase, aber immerhin ist die Nummer schon besser als die, die wir zuletzt gesehen haben. Die Nummerndarstellung. Es regnet nicht, es scheint auch keine Wolke vor der Sonne. Es scheint keine Wolke, ist gut. Oh, da kommt eine Wolke ins Spiel. Jeff ist ja noch gar nicht da. Schläft noch. Halbe Stunde, kein Regen. Wenn du während eines Boxenstopps etwas spezielles Wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Kein DRS im Rennen und... ach, ist das schön. Das ist toll. Und wir haben alle drei Sektoren und die Autoeinstellungen. Gucken, ob ich heute wieder die Bremsbalance verstelle. Dann gucken wir uns trotzdem nochmal die Reifen an. Ah, Reifen angucken wollte ich mir ja gerade. Fast 7 Zehntel. Fast 1,4 Sekunden. Gerne das Akklimatisierungsprogramm laufen lassen. Ja, machen wir es. Dadurch erhalten wir wichtige Hinweise sowohl auf das Tempo als auch auf die Konstanz. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Ein paar Runden ruhig angehen. Wir gucken uns gleich mal die Fahrernummer an. Mal gucken, ob ich die nochmal ändere, aber Stand jetzt ist immerhin besser als... mit der Stromleitung da hinten, da komme ich nicht so ganz klar mit. Das ist einfach noch neu. Es wirkt einfach anders als zuletzt. Wetterbericht. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. So, Fahrzeugnummer. Ja, hat funktioniert. Ich wollte sie erst nur weiß machen, aber dann geht die komplett unter gegenüber den ganzen Sponsoren. Dann habe ich sie weiß gehabt mit einem roten Rand. War ich jetzt auch noch nicht so von überzeugt. Jetzt habe ich sie rot mit einem weißen Rand. Es gibt auch hier diesen Fotomodus. Wie ging der nochmal an? So, ja. Ach je, jetzt muss ich wieder zur Tastatur. Erstmal den Winkel hier ändern. Sie einmal. Wie ging nochmal Zoom? Das war bloß Kamera höher setzen. Ach, Zoom war einfach näher rangehen. Also ganz überzeugt bin ich davon noch nicht, aber es sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus als die Fahrernummer, die wir bisher hatten. Sehr schön, haben wir das Kapitel auch endlich abgeschlossen.
Ja. Moment, wenn ich schon mal den Wagen hier so vorne habe, dann kann ich ihn mal komplett einblenden. Für was auch immer. So. Weiter geht's. Jetzt sind wir gleich viel schneller mit dieser neuen Darstellungsform der Fahrernummern. Halbe Sekunde mindestens gewonnen. Status dem Kollege. Er ist auf Rang 20. Und der Wetterbericht? Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Das kreist, das war kein Helikopter. Ich glaube, das war ein Flugzeug da hinten links. Weit hinter der Tribüne. Da war irgendein Fluggerät. Kann kein Helikopter sein, weil der wäre viel zu weit weg für Aufnahmen. Ich weiß ja gar keinen Aufnahmehelikopter, sondern einfach nur ein Helikopter. Da ist ein Aufnahmehelikopter, ein Fernsehhelikopter. Dann wollen wir uns mal akklimatisieren. Die anderen vier Ziele sind Teamziele, Sektor 1, 2, 3 und eben Autoeinstellungen. DRS-Test abgehakt. Mick hat natürlich seine 90 in passender Form bekommen. Da war ich zwei draußen. Nicht rot, gerade noch bekommen das Tor. In der letzten Saison haben wir hier das zweite Mal Punkte geholt. Nach eben Australien. Na, ja, Lila wird das diese Runde nicht, wir haben sehr viel Grün. Siehst du auf deiner MFA. Zu früh gebremst, jetzt sind wir doch einmal rot. 328 Sachen, das ist noch gar nichts. Das sieht grün gut eingesackt. Aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Und dort. Aber auf Bestzeitkurs, ach, vom Gas gehen, er braucht das schon. Zeit in. Schon viel am Querstehen hier. Liegt aber nur an mir, nicht am Auto. Kein guter Ausgang. Aber immerhin 6,5 Zehntel Vorsprung. Und an sich mehr Lila als Grün in dieser Runde, aber eben auch schon zwei rote Punkte. 470 Punkte brauchen wir. Okay. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Okay, alles klar.
mal leicht auf Best Set Course und bisher alles lila. Ah, einmal grün. Ja, zu den. Jetzt kommt grün ins Spiel, aber sowas von passt jetzt zum Auto, aber kann ich gerade darauf verzichten. Ressourcenpunkte. Nee. Nicht gut. 19. Vorlauf, das ist sehr schön. Das wird doch lila, oder? Jawohl. 1,36. Ich habe im Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Endlich kann ich wieder frei von Zwängen, sprich Turnen hier an der Schneckenkurve fahren und überhaupt auf dieser Runde. Arbeitsfahren mit gebremstem Schaum. Weniger Modi. Sechseinhalb Zehntel Vorsprung. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. 329 der Bestwert bisher. Minimaler Windschatten. Minimal. Ich fahre mal raus. 340 Sachen. Aktuelle Teilabnutzung. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Ein 36,8 und in der letzten Saison war es eine China. 1,38,6. Autoeinstellungen. Schwupp. Alles bereit. Wir sind bereit. Hier ist gerade keiner zu sehen. Auch kein Getarnter. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 21. Und Status Konkurrent. Er ist auf Rang 1. Stimmt. Harte Reifen bei ihm. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 35,5. 1,1 Sekunde schneller. Fahrer vor mir. Das da vorne ist Norris. Hol dir seine Platzierung. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,36,6.
klang interessant auf dem Boden, auf dem Teppich. Fahrer hinter mir. Magnussen hinter dir. Magnussen. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 36,8. Mittlerweile steht fest, dass Magnussen und Grosjean für Haas 2021 nicht in den Start gehen werden. Mal gucken, ob Jeff bei F1 2021, sofern es überhaupt kommt. Weiß nicht. Ist ja auch noch hin etwas. Ob Jeff dann auch Magnussen sagen kann. Ob der noch ein Cockpit bekommt. Aus der Box kommt keiner blöd. Reifenlieb haben und schnell fahren. Kriegen wir hin. Was war denn? Reifenlieder. Dann hat sie den Vorsprung. Wieder ziemlich weit draußen. Reifenlieder. Fast 14. Vorsprung. Halbzehntelvorsprung, Reifen voll lila. Es gibt der Windschatten, der Mercedes gleich noch Windschatten. Es gibt der Windschatten gleich Mercedes. Neunzehntel Vorlauf. 1,1 Sekunde. ...2,3 Sekunden auf die eigene Bestzeit. ...34,4. Okay, Test abgeschlossen. Das war Hamilton auf der 1 mit gelb. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Fahrer vor mir. Hamilton liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,34,4. Toll, so wie wir, aber er ist auf den gelben unterwegs. Also, umgerechnet 7 Zehntel schneller. Jetzt fahren wir mehr von Flügel, deswegen wird der Radar-Best wird wohl schwer zu knacken sein. Ich werde wieder zu sehen, aus dem Windschatten vom Vordermann rauszufahren. Na? Na, leider nicht. War aber anzunehmen. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Mir gefällt die Boxeneinfahrt mit dem Randstein da links. Kann man schön anpeilen. Und in der letzten Saison hatten wir eine 35,3 auf den roten. Und den gelben, das nehme ich mal vorweg, 37,1. Hat der Mick schon eine Zeit? Nö. Schon, ja.
Eine Deutschlandfahne. Wie cool. Start aus dem Kollegen. Er ist auf Rang 21. Oh, hier ist grün. Freut sich der Jaguar, der ist ja auch grün. Kommen wir noch an. Vettel jetzt hinter uns. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 34,9. Boah, jetzt schon so viel Abnutzung. Na, das sind halt die roten. Und hier gibt's schon ein paar schöne Kurven. Die roten, die 1,4 Sekunden Unterschied zu den gelben ausmachen. Gerundet. Juhu, ich darf gleich wieder lupfen. Reifen allesamt auch gerade sehr warm. Dann wollen wir mal. Hinter uns raus, der Rosane. Ich habe den Wagen hier bloß reinrollen lassen. Hat dann alles die Motorbremse mitgemacht. Nicht viel Sprit gespart, aber immerhin 13 Vorsprung. Ist doch gut. Hat früher hochschalten soll beim Rausbeschleunigen. Ja, ich kann ja noch die Flügeleinstellung ändern. Guck mir gerade ein. Das war jetzt der Rückstand, aber auf der Geraden holen wir mächtig auf. Lila, eine Zehntel Vorsprung, 2, 3, 4, 5, aber wir verlieren jetzt noch etwas. Deswegen darf ich jetzt hier auch nicht so viel lupfen. Noch 2 Zehntel Vorsprung. Oh, das war knapp. Knappe Zehntel Vorsprung, 96.000 Speed. Start aus dem Kollege. Er ist auf Rang 22. Ist nicht gerade ganz weit vorne. Schön viel Reifen verschlissen. Drei Teilprogramme haben wir jetzt hinter uns. Das schwierigste wird dann wieder Qualifying-Tempo werden. Aber bisher dreimal Lila. Sehr schön. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Na dann. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Fahrer vor mir. Hamilton vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,34,1. Immer noch. Das heißt immer noch 13 verbessert.
Also wir sind durch mit T1 und Mick hat noch gar keine Zeit. Njom. Ob Mick will gerade rausfahren. Ich werde jetzt mal, bevor ich es vergesse, die Autoeinstellung wieder ändern. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei. Die beiden F&E-Ziele abgehakt. 34,4. 340 Sachen hatten wir. Na, wir werden nicht. Oh, da ist er schon draußen. Mick zeigt eine Nummer. Auf der Nase sieht man das Rutschen und hinten auch. Die 90 hat er. In der Formel 2 fährt er die 20 und die 20 hat ja Magnussen. Ach, schönes Auto. Ja, wenn er gerade eine Zeit fährt, dann warten wir die noch ab. Ob sich die Rundenzeit hier unterscheidet mit der Angabe dann eins weiter links bei der Stoppuhr. Unser Weißreifenzeit, er ist bestimmt schneller. Er kommt rein. Mann, Mick. Gemeinheit. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Vettel und Alexander Albon. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Und wir gucken uns jetzt die Wettervorhersage im Detail an und dann eben auch nochmal kurz auf das Leistungsdatenblatt. Nachrichten. Guten Morgen. Komplett stark Regen das ganze Rennen über. Cool. Stark bewölkt zu Beginn des Qualifyings, vielleicht regnet es da und dann später wird es etwas heiterer. Wir stehen mittlerweile auf der 3, haben noch etwas in der Entwicklung. Und auf dem Papier zumindest deutlich vor Ferrari. Mal gucken, ob wir uns darauf was einbilden und auch auszahlen können, im Sinne von mehr Punkte. Beim Motor auf der 2. Hier gucken wir auch noch. Letzter Aero auf der 1 und zwar mit einem guten Vorsprung. Und beim Chassis auf der 3 von hinten. Gar nicht so weit weg von Ferrari, aber deutlich weit weg von Red Bull und Mercedes, den führen, die eng beieinander liegen. Gut, hätten wir das jetzt auch nachgeholt. Alles für die Fahrernummern. Ist aber düster hier, stark bewölkt, ja? Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Ah, schön, nasses Rennen. Was bringt das noch mit sich? Wir können in Q2 die roten Reifen benutzen. Und wir starten nicht auf den roten. Da vertraue ich der Wettervorhersage mal. Nicht, dass es beim Start dann doch trocken ist, aber nicht. Aber genau heute wird es dann schief gehen mit dem Vertrauen. Das wär's. Also Bestzeit bisher mit dem roten 34,4. Mal gucken, wie nah wir mit den gelben rankommen. Beim Sparen des Stroms. Wo hatten wir trotz viel Sparerei, sprich kein Stromeinsatz, trotzdem roten Strom? Also rotes Stromsparergebnis.
War das schon hier oder erst in Sanford? Oder noch später? Wir werden sehen. Ich habe noch nicht die Bremskraftverteilung verstellt. Wollen wir mal. Da fliegt er weg. Da ist er wieder. Er hat sich wieder verhangen. Der Pylon. Zeit halt nicht gut. Anderthalb Zehntel Vorsprung. Kurve genau erwischt. Mittlerweile sind wir auf dem Papier das aero-stärkste Auto. Das wollte ich die ganze Zeit. Endlich ist es mal soweit. Dann wollen wir jetzt mal was für die Delta-Zeit tun. Ein bisschen Strom abbauen. Schon 4, 15 Vorsprung, 6. Weißer Balken noch ganz rechts, jetzt wandert er. Okay, Test abgeschlossen. 34,8, 14 langsamer als mit Roten. Ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Noch keiner hat eine Zeit hingelegt, außer eben wir. Ziemlich weit außen angefahren. War nicht so gut. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich muss wieder sagen, der Wagen liegt einfach spitze. Aber nichts anderes habe ich erwartet. Sachen. Knacken wir die? Also wir haben sie wieder erreicht, sagen wir es mal so. Den genauen Kommawert habe ich mir vorhin nicht gemerkt. Dann wollen wir mal gleich nochmal mit Gelben rausfahren. Rennstrategie, auch wenn sie nicht auf den Trockenreifen gefahren wird. Die Strategie im Rennen. Wo haben wir Strom ausgegeben? Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ich glaube, dann sind wir mal bereit, Jeff.
Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Zu weit innen, zu früh, zu weit innen. Kann ich eine Schwungigkeit nehmen? Fahrer vor mir. Leclerc vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,33,3. Mist. Oh, 33,3 sogar. Wir fahren auf der langen Geraden auf Fett. Auf die eigene Bestzeit mit 10 Vorsprung. Offizielle Zeit ist fast 4. Hatten wir heute schon? Nö. Zerlassen. Der Gang die ganze Zeit Untersteuern verspürt. Jetzt fällt uns wieder Stromeinsatz. Dafür haben wir zwar Fett, aber Strom zieht dann doch mehr. Sieben Zehntel auf die Zielzeit, sechs Zehntel auf die eigene beste Rückstand. In etwa letzteres. Zweite. Und zweite außen. Super. Das ist ein Schwarz-Gelber. Immerhin diese Runde näher dran an der eigenen Bestzeit als letzte Runde. Jetzt wieder eine halbe Sekunde hinten dran. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Zu schnell rein. Wird zu lange zu schnell gewesen. So kann man es auch sagen.
und zu schnell rein. Zehntel hinten dran an der eigenen Beste. Jetzt wird es wieder deutlich mehr. Bestimmt wieder so 4,5 Zehntel, 5 Zehntel anwachsen. Ja, 4,5 eher. Also neue gelbe Reifenbeste wird das definitiv nicht. Dafür muss ich woanders schon zaubern. Wobei jetzt nur noch 3 Zehntel weg. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Ich bleib dran. Jetzt haben wir Windschatten. Der wird jetzt hier aber genauso wehtun, sogar noch mehr wehtun, als gerade eben geholfen hat. Als er gerade geholfen hat. Was für ein Bremsklotz. Ja, auf dem Papier das langsamste Auto, aber jetzt haben wir ihn angeschoben, gegen das drittschnellste. Das wird nichts mit der Zielzeit. Sonne. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Das wird außen nicht gut. Und zu schnell rein. Das kostet jetzt hier auf jeden Fall Schwung durch die Kurve. Ich mir die Reifenabnutzung an. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage. Der Mercedes blockiert den Fall. Ja. Der Problem ist an Achtung. Geht ja ganz gut. Wie so ein Arsch gefahren der Mercedes gegenüber dem Renault. Ne,
jetzt stehe ich ihm auf der Radiallinie, aber er kam irgendwie auch nicht aus dem Knick. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Der fährt auch selbst nicht schnell. Ich fahre gerade echt kurz und komme deutlich an. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Na dann, Boxenstopp. Also, komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Start aus dem Kollege. Er ist auf Rang 22. Was macht denn der da? Punkte suchen. Boxenstopp. Das konnte ich nicht hören. Wiederhole es bitte. Boxenstopp. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Also bisher jedes Programm auf Lila geschafft. Jetzt wird's interessant. Qualifying Tempo kommt als nächstes dann in T3. Boah. Ich habe noch einen Fussel im Hals oder so. Auf jeden Fall hat er gerade mächtig was gekrabbelt. Mann, oh Mann. 0,78. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 34,8. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die 3 Bestplatzierten an. Hamilton, Albon und Daniel Ricciardo. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ich bezweifle, dass wir von Mac irgendeine Zeit notieren können. Wir fahren gleich raus, dann wird er noch nicht gleich hinterherfahren. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass unsere Teamkollegen immer sehr wenig oder sehr spät rausfahren. Ausnahmen bestätigen die Regel, also in einzelnen Trainings, aber überwiegend ist das irgendwie schon so. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Chef, hast du wieder die Modi? Ach, was frage ich denn? Umgestellt. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Mhm. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Wetterbericht. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen, die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Ich freue mich schon sehr aufs Rennen. Stark, Regen die ganze Zeit. Es wird sehr anspruchsvoll, aber wird auch sehr viel Spaß machen. Ich hoffe, ich tanze nicht aus der Reihe und mache irgendeinen Scheiß. Also ein spaßiges Rennen, sehr anspruchsvoll. Und mit einem Punktergebnis, ja, das wünsche ich mir. Dann wollen wir mal umstellen.
kein guter Ausgang. Keiner kommt aus der Box, sehr schön. Drei Zehntel Vorlauf, okay. Zwischen rein. Merke ich jetzt beim Ausgang. Fast den ganzen Vorsprung verloren. Es wird kein grüner Sektor 2, also mit dem Häkchen dran. Auch kein guter Ausgang. Aber jetzt finden wir nochmal massig Zeit. Das wird lila werden, denke ich. Klar, ich werde wieder nach der Handel oder mit der Handel verlieren, aber. Wobei lila doch nicht grün auf jeden Fall. Lila doch, 15. Das wird lila. Okay, jawohl. Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 21. Na schade. Da wäre aber noch einiges mehr drin gewesen. 32,7. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Okay, okay. Boxenstopp, diese Runde. Boxenstopp, diese Runde. Jeff, Boxenstopp, diese Runde. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Alles klar, musst du sagen. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde geht's rein. Geht's auch. Jeff versteht uns schon, was wir wollen. Na, jetzt war ich zu schnell. Eine 1,32,7. 37,1 war die Gelbreifenbestzeit, ne? Wir werden jetzt 34,8. Also Gelb aktuelle Saison 1,34,8 und in der letzten war es eine 1, ja, 37,1. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,32,7. Das Ziel ist die 7. Geschätzt haben wir die 1. Das sind 590 von 600 Ressourcenpunkten. Ein Sektor fehlt. Ansonsten wäre alles mit Bravour bestanden. Und ich habe auch ein sehr gutes Gefühl zum Auto. Muss im Rennen nichts heißen, im Rennen wird's nass, aber... Das Rennwochenende beginnt gut und... Wir sind Dritter auf dem Temporadar. 335,6 Kilometer pro Stunde. Ich muss auch sagen, meine Meinung zu China verändert sich mehr und mehr zum Positiven. Zwar in ganz, ganz kleinen Schritten, aber... Ja doch, so schlimm ist die Strecke hier gar nicht mehr. Teile werden wir nicht umbauen. Ansonsten gibt es jetzt hier auch gar nichts zu machen. Mick hat ja auch keine Zeit. Super.
Der steht noch in der Garage. Mann, ey. Oh, hier kommt der Bottas aber nah ran an unsere 340. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste und navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. Ich finde den 2020er Haas einfach schick. Die drei Farben sowieso. Ich fand auch unser Schwarz-Gold bei F1 2019 toll, aber die Lackierung hier ist nochmal einen Ticken schicker. Na gut, wir sind durch. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, der Eismann und Valtteri Bottas. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Offiziell beendet und ja, mit einem guten Gefühl beendet. Mick auf der 15, wir auf der 2, 53.000stel hinter dem Hamilton. Und ja, wir haben jetzt neue Fahrernummern vom Design her und es macht uns mal locker eine halbe Sekunde schneller. Zwinker, zwinker. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.